ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Feiertags-Workout. Natürlich kannst du auch jederzeit mitmachen, wenn heute kein Feiertag ist. Wir wollen Figur straffen und formen, also mach so mit, wie du dich wohlfühlst. Natürlich aufrichten, das ist schon mal wichtig. Einatmen, Arme nach oben, ausatmen und wieder fallen lassen. Nochmal einatmen, lang und aus. Einatmen lang und jetzt bleibst du hier, streckst dich, nimmst die Beine mit, beug und streck rechts und links deine Knie, Handrücken, Handflächen in Richtung Decke ziehen. Mach dich einfach so richtig schön lang, beweg dich schon mal durch, ruhig auch die Beine etwas mehr zur Seite nehmen, vielleicht nochmal gähnen, warm werden, dann lass die Arme locker nach unten. Kreise die Schultern zurück, rechts und links im Wechsel. Von der Fußspitze auf die Ferse abrollen und richtig schön groß in der Bewegung werden, damit uns richtig warm wird. Wir die Gelenke schmieren, Muskeln aufwärmen, Faszien elastisch machen. Werde etwas größer, Ellbogen nach hinten und immer noch wirklich von der Fußspitze auf die Ferse leise abrollen. Genau. Nochmal die Schultern zurück, rechts und links. Lass dann die Arme ganz entspannt fallen, die Schultern fallen lassen. Und jetzt werde etwas langsamer und pendel mit den Armen rechts und links neben dir vorbei. Wichtig ist, zieh den Bauchnabel sanft nach innen, aktiviere deine Körpermitte. Und die Arme schwingen weit nach außen. Ganz langsam kleiner werden, zur Mitte zurückkommen, auspendeln, locker lassen und jetzt setzen wir uns Richtung Ferse tief. Wichtig ist, dass dein Rücken gerade ist, also komm tief, Arme nach vorne, richte dich wieder auf, Gesäß anspannen, nochmal tief kommen und hochgehen. Gesäß, beide Füße schön belasten. Gleich nochmal. Kraftbeine. Wir variieren gleich noch etwas. Wenn du jetzt nach oben kommst, hebst du deine rechte Ferse an. Also komm hoch, leise abfedern, linke Ferse heben, hoch, tief und hoch. Jawohl. Richtig schön weit nach unten setzen, aufrichten. Geht noch. Darfst natürlich deine Beine spüren. Bleib drei unten, drei, zwei, komm wieder hoch, drei, zwei, eins, komm hoch, drei, zwei, eins, komm hoch, immer wieder. Noch zweimal. Letztes Mal, jetzt bleibst du unten, komm Rücken ein Stück tiefer, halte und aufrichten, Beine lockern, Arme neben den Körper,
Schultern tief, Knie bleiben etwas gebeugt und jetzt gehst du zur Seite. Nimm den rechten Arm hoch, den linken Arm tief, wechsel, andere Seite, einmal tief und wieder hoch. Spannung, seitlich, Mitte, seitlich, Mitte. Schräge Bauchmuskulatur. Ganz weit zur Seite ziehen und lösen. Dann bleibst du auf einer Seite, drei Stück. 3, 2, 1 und Mitte. 3, 2, 1 und Mitte. Spannung. Atem fließt. Mitte. Letzten. Jede Seite noch einmal. Letztes Mal. 3, 2. Halte in der Mitte. Stopp. Schultern entspannen und lösen. Beine lockern und du kommst jetzt mit den Füßen etwas enger zusammen, so dass du hüftbreit geöffnet bist. Setzt jetzt dein Gesäß nach hinten ab und jetzt ist wichtig, dass der Rücken gerade ist. Genau, komm tief nach unten, vielleicht noch ein Stück und jetzt nimmst du deine linke Hand entweder zum Knie, rechter Arm nach oben oder sogar zum Fuß nach unten. Schau mal, dass die Knie nicht nach innen knicken. Lass sie außen und komm dann wieder zurück und wechsel gleich zur anderen Seite. Also nach oben und wieder ab und hoch und ab. Jawohl, bei einem Rhythmus nach hinten unten setzen. Und vielleicht kannst du auch die Hand noch weiter nach außen nehmen, trotzdem aber die Knie parallel zueinander halten. Hände an die Außenkanten deiner Füße. Beinkraft, Mobilisation, Brustwirbelsäule. Mach mal weiter. Wirklich gerade Rücken. Genau. Letzten. Machen wir noch 8, oder? 7, 6, 5, 4, 3, 2, einen und hochkommen, Beine auslockern. Sehr gut. Kommen jetzt eins weiter. Wir gehen nach unten. Auf die Knie, Schultern zurück, Hände unter die Schultern, raus aus den Schultern ziehen, also richtig nach oben kommen. Füße lang. Und jetzt gehst du mit deinem rechten Unterarm auf dem Boden, mit dem linken, rechte Hand hoch, linke Hand hoch. Starte das Ganze mit links. Tief, tief, hoch, hoch. Nochmal mit rechts. Durch die Übung aktivieren wir schon mal unsere Körpermitte. Du könntest gerne, wenn du dich herausfordern möchtest, die Knie knapp über dem Boden
schweben lassen. Wenn du möchtest, einmal links und einmal rechts. Tief hoch. Hoch und das Ganze mit links. Geh da auch mit Knien am Boden. Einmal noch tief und dann bleibst du unten und setzt wirklich deine Knie ab. Daumen Richtung Decke, Brustbein Richtung Decke, Knie unter deinen Hüftgelenken und jetzt streckst du im Wechsel die Fersen nach hinten weg. Also stopp mal, wenn dein rechtes Bein hinten ist, drückst du mit dem rechten Unterarm und linken Unterschenkel in den Boden, okay? Komm wieder zurück, wechsel Seite, drück mit der anderen Diagonalen. Komm wieder zurück. Rechter Unterarm drückt, linker Unterschenkel. Rechtes Bein schiebt nach hinten. Dann bleibst du nämlich mehr in der Mitte. Merkst du das? Genau. Kraftvoll nach hinten schieben. Dann halte jetzt ein Bein hinten, stopp, und beuge und strecke auch hier wieder kraftvoll Oberschenkel parallel zum Boden. Bleibe und versuch ganz kleine nach oben zu machen. Nochmal langsam strecken, beugen. Oberschenkel bleibt. Po spüren, Oberschenkel Rückseite spüren. Bleib jetzt, mach nochmal kleine hoch, ganz kleine. Halte und kurz lösen, zurücksetzen, einen Moment entspannen. Super, wo gespürt? Lass locker, gleich die andere Seite, nach vorne, Daumen zeigen Richtung Decke. Und jetzt nochmal Knie unter die Hüftgelenke. Jetzt nimmst du das andere Bein nach hinten, drück mit deiner anderen Diagonalen in den Boden, beuge und strecke, Oberschenkel bleibt. Bleib hier, kleine hoch, tief. Nochmal hoch, tief, hoch, tief. Nochmal langsam strecken, beugen. Wichtig ist, dass dein Rücken ganz ruhig bleiben kann. Da bewegt sich gar nichts. Jetzt nochmal bleiben, kleine. Gleich hast du es. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und löse auf, entspanne. Sehr schön. Wir legen uns auf die Seite und jetzt erstmal ganz runterlegen.
dass wir die Innenseiten noch ein bisschen kräftigen. Leg dich vorsichtig ab, oberes Bein stellst du vorne auf. Und was jetzt mir wichtig ist, dass es nicht liegt, das Knie, sondern so ein bisschen aufgestellt ist, dass du Platz hier hast. Dann liegt deine Wirbelsäule nämlich gerade. Wenn du so liegst, drehst du deine Wirbelsäule. Also Becken senkrecht, unteres Bein lang, Fußspitze anziehen, die Hand darf hier in den Boden drücken. Und jetzt machst du kleine Bewegungen mit dem Bein nach oben, nicht ganz ab. Geht noch, oder? Ein bisschen höher. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und löse. Super. Jetzt nimmst du deinen Ellbogen nach oben, nimmst deine Fersen in die Höhe deines Rückens. Der Unterarm ist gefühlt in die Richtung gezogen. Bauch ist fest, stütz dich ruhig hier ab. Du kannst dich auch im Boden abstützen. Hebe dein Becken und hebe dein Knie. Das heißt, Becken bleibt senkrecht und du spürst Po und Taille. Genau, also komm hoch. Ist der Ellbogen unter der Schulter. Becken senkrecht und ein Stück tief, nicht ganz ab. Nochmal hoch und tief. Wenn es gar nicht geht, setz dein Becken ab, mach nur mit den Beinen die Übung. Wir machen es nicht lang, keine Angst. Noch 3, 2, 1 lösen, auslockern zur anderen Seite. Super. Einmal rum, leg dich erst ganz ab, leg deinen Kopf ab, oberes Bein stellst du wieder so vorne auf, dass das Knie vom Boden abgehoben ist, Fußspitze ranziehen vom unteren Bein. Hier abstützen und ganz kleine hoch tief. Nicht ablegen. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, halte und ablegen. Hochdrücken. Unterarm gefühlt zu dir herziehen. Fersen in einer Linie mit deinem Oberkörper. Raus aus der Schulter. Stütz dich hier ab oder vorne. Und heb dein Becken, heb dein Knie, Becken senkrecht und wieder tief. Nicht ganz nach unten. Es gibt auch eine Seite, die ist besser. Merkst du es? Noch 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5 und am Herziehen,
4, 3, 2, 1 und lösen. Super. Aufsetzen, Brustbein anheben, ruhig hier abstützen, mal schön aufrichten, ruhig den Rücken rund machen, ganz entspannt deine Wirbelsäule bewegen. Dann bleibst du mit dem oberen Rand leicht abgekippt. Brustbein öffnen, Schultern zurück, Arme lösen. So, und jetzt hast du das Gefühl, du zeichnest eine große liegende Acht rechts und links neben deinem Körper. Geh nur so weit zurück, wie du es auch wirklich halten kannst. Dein Bauchmuskel, der jetzt mitarbeitet. Atmen. Schrägen Bauchmuskeln. Noch 4, 4. Noch 3. Noch 2. 1 und kurz entspannen, rund werden. Und dann Oberschenkel fassen und langsam in die Rückenlage abrollen, klein werden, Beine herziehen und so ein bisschen nach rechts und links ranziehen, lösen, ganz entspannt. Locker rück die Beine auch nochmal aus in Richtung Decke. Eine Übung schaffen wir noch, oder? Dazu nimmst du beide Fußsohlen aneinander, stellst die Füße mit der Außenkante auf, die Arme neben den Körper. Jetzt drück deine Füße zusammen, heb dein Becken, Po fest und aus dieser Spannung gehst du jetzt höher und tief. Drück mit den Fußsohlen rück zusammen. Nicht ganz ab. Hoch, nicht ganz ab. Oben locker bleiben. Rückseite, Oberschenkel, Gesäß, unterer Rücken, nochmal die Innenseiten. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und jetzt roll dich langsam mal tief, nimm deine Hände hinter den Kopf, Oberkörper hoch, ausatmen und jetzt gehst du mit deiner linken Hand Richtung rechtes Knie und wechselst rechte Hand Richtung linkes. Ausatmend und dann entspannen wir gleich. Schrägen. Mach nur weiter. Nach oben, nach unten. Schaffen wir noch die allerletzten 8, 7, 6, 5. 4,
3, 2 und locker. Beine nacheinander ausstrecken, Arme nach hinten, ein riesiges X formen und den Bauch entspannen und dehnen. Vielleicht gähnen und recken. Dann deine Füße nacheinander aufstellen, hol die Knie zu dir ran, mach dich ganz klein. Und streck die Fersen in Richtung Decke. Oberschenkel fassen, ganz weit nach oben schieben, Nacken entspannen. Versuch deine Knie in die Streckung zu bringen. Wenn das nicht funktioniert, ist nicht schlimm. Beug dein Unterschenkel, fass deine Fußgelenke und drück mit den Ellbogen deine Knie nach rechts und links außen. Dehn die Innenseiten. Langsam wieder schließen, die Beine aufstellen, dreh dich ganz rüber zu mir auf eine Seite, bleib nochmal hier liegen, fass dein oberes Bein, Knie zurück, Fuß in die Hand schieben, Hüftbeuge, Dehnung. Nochmal auflösen, Hände hinter dem Kopf verschränken, dreh dich auf nach hinten, schau mal, dass dein vorderes Knie über deinem anderen Knie bleibt, also das obere, so weit wie es geht nach hinten, mit dem Ausatmen entspannen, in die Dehnung hineinatmen. Nimm deinen Ellbogen zurück und komm gleich über die Seite. Du kannst dich auch einfach nach hinten von mir wegdrehen. Damit ich dich sehe, drehe ich mich einfach so weit rum. Fuß oben vom oberen Bein fassen. Knie zusammen, Fuß in die Hand schieben. Schau mal, dass der Oberschenkel parallel über dem Boden bleiben kann. Auflösen, Hände verschränken, ausatmend öffnen. Jetzt schauen wir mal, ob die Knie übereinander bleiben können. Und mit jedem Ausatmen sinkst du tiefer, lässt lockerer. Kommst dann langsam zur Mitte zurück, drückst dich über die Seite eins hoch, auf die Knie, kommst eins weiter auf deine Füße. Jetzt streck so weit wie möglich deine Beine, lass die Hände unten, also wenn jetzt die Knie gebeugt sind, ist es auch richtig. Versuch es mal ein bisschen mehr rechts, links zu strecken. Also trete am Boden, spüre dabei, wie dein Becken sich bewegt. Und spür die Dehnung der kompletten Rückseite. Und
Dann beug die Knie, stütz dich mit den Händen auf die Oberschenkel auf und roll Wirbel für Wirbel nach oben. Lass dir Zeit. Komm zum Stehen, locker dich aus. Sehr gut. Kann der Feiertag starten oder enden oder der Tag, das locker. Schultern nochmal kreisen. Atme ein. Deine Arme nach oben, atme aus, lass die Arme fallen, atme ein, zieh dich lang. Und jetzt ruhig nochmal so richtig strecken, rechts und links lang ziehen. Deine Arme öffnen, die Ellbogen nach außen, nochmal ganz weit hier öffnen. Denk am Tag öfters an deine Aufrichtung, an deine Haltung. Das formt schon die Figur und tut dem Rücken gut. Einatmen, zurückziehen und ausatmen, lösen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es dir gefallen hat, freue ich mich immer über ein Gefällt mir. Ich freue mich auch immer über Kommentare. Also gerne unten reinschreiben. Ich versuche es auch zu beantworten. Wenn du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen, vielen Dank. Den Link findest du unter dem Video in den Beschreibungen, heißt Steady, deine Unterstützung, und da kannst du mich mit 5 Euro im Monat oder 10 oder 2,50, was auch immer, wertschätzen. Dankeschön. Freue mich natürlich auch, wenn du meinen Kanal einfach abonnierst. Abonnieren, graue Glocke und dann auf alle, dann bekommst du auch Info, wenn ich wieder ein neues Video online bringe. Ansonsten schau einfach auf meinen YouTube-Kanal. Da stehen die Videos geordnet nach Themen in den Playlists, also einfach mal da reingehen. Oder ganz einfach bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich schon. Bis dann.